Clasher, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute mal wieder ein Rollvideo und zwar Free-to-Play-Games. Ich sage euch, dieser Account, T1AJ, ist so ein Account, der mehr oder weniger Free-to-Play gespielt worden ist. Es gibt zwar einen Geistermager und normalerweise tue ich es nicht, aber ich zeige es euch mal. Schaut es euch an. Insgesamt 60.000 mal gekauft. Es gibt kein Mino auf dem Account. Ich finde es erstaunlich. Es ist ein sehr alter Account. Dafür ist er richtig, richtig gut, muss ich sagen, was die Runen angeht. Ja, und auch mal so ein Beispiel, wie weit man als Free-to-Play kommen kann, wenn man einfach fleißig dran bleibt und immer mitspielt. Der T1AJ hat mir gesagt, er hat vor 2,5 Jahren zu Ostern das letzte Mal was gekauft und die 46.736 Gems, die sind hier alle angespart worden so lange und er gibt immer zum Ausgeben, zurückhalten Event seine Gems aus und heute darf ich rollen bei ihm und wir wollen nur für Helden rollen. Ja, und das wollen wir allerdings auch tun, doch zuallererst gucken wir uns doch mal an, wo er hier insgesamt steht. Er sweept AE5, das ist richtig gut. Und bei den Dungeons habe ich auch schon mal reingeschaut. Er ist bei der 7er Reihe hier bis zum 5er vorgedrungen und sweept hier den 6-10er. Und Leute, merkt euch eins, ohne Kriegsgott-Mino, echt, ich finde es der totale Hammer. Und warum er auch so gut dabei ist und warum es ein alter Account ist, sehen wir auch hier am Lost Realm. Schaut es euch mal an. Er ist auf 26 und ja, hat da schon so gut wie, sieht beinahe aus wie 2/3 auf jeden Fall schon geschafft und er ist da immer echt bei. Also Respekt vor dir, T1AJ, richtig, richtig stark. Also mit viel, viel Spielen kommt man tatsächlich hier noch relativ weit in diesem Game. So, und jetzt schauen wir uns mal den Heldenaltar an. Der ist auch nicht von schlechten Eltern. Paladin. Wir haben ein Berserker-PD mit 8er Berserker. Wunderbar. Schauen wir uns mal rein. 100 eingemeißelt. Und 5er Quick-Rune. Leute, zieht's euch rein. 5er Quick-Rune. Ja, ich war so begeistert über die Rune, dass ich mir, okay, irre. So, 8er Bolli, 10er Skill, Gargoyle, 4er Steinhaut-Rune. Richtig gut. Und auch 100 eingemeißelt. Ja, hier ist der Geistermager. Der hat einen Kriegsgottenachter. Wunderbar. 100 eingemeißelt. 4er Bollwerk-Runen. Ja. So, jetzt gibt es hier einen Machtpusher. Auch 4er Steinhaut. Die Runen sind auch nicht von schlechten Eltern. Zieht euch den Druiden rein. 8er Slow, 10er Skill, 100 eingemeißelt. Nochmal 4er Kriegsgott-Rune. Wahnsinn. Also Leute, es ist der Hammer. Und zieht euch rein. Ein Streuungsdrudel mit dem 7er Skill. Ja, irre. Hier auch 3er und 4er Runen, auch 100er eingemeißelt. So, hier gibt es natürlich auch einen Donnergott. Der ist natürlich unerlässlich bei den Dungeons, wenn man Free-to-Play ist. Ja, 90er Einmeißungsstufe, ein Psyset-Schild. Offensichtlich hast du entweder mal Glück gehabt bei den wenigen Einkaufsgeschichten oder du hast einfach gut kombiniert die Runen und Glück gehabt dabei. Ich habe es auch mal probiert. Ich hatte leider keinen Glück dabei. So, ja, 95 Einmeißlung, 4er Kriegsgott, 9er Skill. Wahrscheinlich wird er hiermit auch noch ein bisschen den Gildekrieg mitspielen. Ja, 5er Erquicken, 10er Aries, wunderbar, 100 eingemeißelt. 5er Sprintruhen für die Arena. Nice, 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 echt nice. 8er Bollwerk, 10er Skill, Vlad, 4er Kriegsgott, 100 eingemeißelt. Leute, was soll ich sagen, ja? Tödlicher Treffer, 9er Skill, Todesritter, damals für diesen einen Weltboss, den wir haben, auch 100 eingemeißelt. Hier und nochmal, 4er Quick-Rune und eine 3er Rune. Also das Runenlevel an sich, ich habe vorhin schneller mal durchgeblättert, ja, ist Wahnsinn. Ist wirklich richtig Wahnsinn, ein toller Account. 5er Ätzen auf dem Orksbane kann man machen, 95 eingemeißelt, noch eine 3er Quick-Rune, also irre. 4er Kriegsgott Santa, 9er Skill, 100 eingemeißelt, noch eine 4er Bollwerk-Runen-Set, irre. Berserker-Pixie, schaut es euch an, 10er Skill, 7er Berserker, 4er Kriegsgott-Runen und schon wieder 100er Set, Leute, Wahnsinn, ja, als fast Free-to-Play, ich bin begeistert, jawohl, hier ist die Kalypso, 10er Skill, 4er Kriegsgott, auch hier 100 eingemeißelt und ein 4er tödlicher Treffer-Set, wunderbar, und hier haben wir auch einen Kriegsgott, Hexer mit einem 10er Skill, auch hier 4er Bollwerk, 100 eingemeißelt, alter Feind, richtig gut. So,
Es gibt einen Baum, 8er Skill, 4er erquicken, auch 100 eingemeißelt, 4er wiederbeleben, sehr schönes Teil. So, Pirat, 8er Bollwerk, 9er Skill, meiner sieht auch nicht besser aus, ja. 100 eingemeißelt, 4er Berserker-Rune, top. Richtig gut, Leute, das ist der Wahnsinn. 5er Bollwerk auf der Kürbishexe mit einem 10er Skill, 100 eingemeißelt und eine 5er Slow-Rune, Leute. Krass, krass, krass. 8er Kriegsgott Rudi, 10er Skill. Toller Held, das als Free-to-Play. Ich selbst als Gelegenheitscacher habe den noch nicht mal erhalten. Du hast ihn. Glückwunsch dafür. 100 eingemeißelt, 4er schwerer Schlagrune. Ja, Leute, ein strammer, toller Account. Ja, und wenn man kein Glück hat mit dem Erquicken und es kommt mal ein Slow vorbei, natürlich macht man es für den Weltboss hier auf den Eros mit dem 10er Skill. 100 eingemeißelt, auch eine 4er Kriegsgott-Rune. Alter Fein, es ist der Hammer. Ätzen SK, jawohl, hier braucht er Duplikate, hat er mir gesagt, ja. 5er Life Drain, 100 eingemeißelt, Leute, es ist ein toller Account. So, und hier kommt jede Menge Machtpusher. Hier gibt es sogar noch einen Slow für den Weltboss. Das habt ihr noch nicht mal ich, ja, irre. Mit 5er Slow drauf, 3er Skill, 87er Meißlung, 4er Hartnäckigkeitsrune, richtig gut. Noch ein Druiden mit Life Drain. Jawohl, den hat er auch mal hochgezogen. Den. Ja, Wahnsinn. 4er Erquicken. Atlantigor. Jawohl, ihr habt keine Rune, 92er Meißel. Also, ihr seht, guck mal, was haben wir hier noch da, ja? Wir haben hier noch für einen Slow Snowy. Wir haben einen 5er Erquicken Hexer, hast du auch. Ey, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja. Richtig, richtig gut. Jetzt haben wir hier eine Candy Cane mit Erleuchten. Okay, wiederbeleben. Hier hat die Valentina wiederbeleben. Streuungs-PK, auch nice. Sehr, sehr gut. Auch 100 gemeißelt. Also richtig gut. Wir haben einen Beastmeister mit einem 6er Slow und einem 10er Skill und 100 gemeißelt und 4er schwerer Schlagrune. Irre. Jawohl, das ist offensichtlich nett für die Arena, denke ich mal. 3er Kriegsgott-Rune. Medusa, richtig gut. Noch eine Medusa mit erquicken. Wahnsinn, Leute, 4er Slow-Rune, 100 gemeißelt. Ey, was willst du mehr? Wiedergänger, schwerer Schlag, 9er Skill, ja, 90 gemeißelt, 3er Kriegsgott. So, und hier haben wir den Michael mit einem 10er Skill und einer Klingenhülle, 20% Chance. Richtig gut, 4er Steinhaut-Rune. Mann. Und Lady Boom hast du tatsächlich auch mit einer 5er Steinhaut und einem 9er Skill. Sehr schön, nice, es ist wirklich ein schöner Account und hier gibt es sogar noch einen Erquicken Eros, ey, Weltboss-Helden, krass, richtig, richtig gut und jede Menge Machtpusher, hier gibt es noch ein PD haben wir hier, schau mal, haben wir noch ein paar Leckerbissen hier im 5er Slow, ja, also richtig gut, Auch der Eis dem Monat, 4er Erquicken, nice, also richtig, richtig gut. Ja, also Leute, ihr seht es, wenn man fleißig dran bleibt, kann man auch als Free-to-Play-Spieler richtig, richtig gut abräumen. So, jetzt rollen wir hier Helden, 46.700 hat er angespart, 37.500 darf ich ausgeben, 250 Rolls machen wir, 9.236 müssen übrig bleiben und er wünscht sich einen Anubis, eine Rose, einen Rocken, ein Grimfiend, Mechtessa, Ronin, wenn sie denn kommen, benimmt er sie gerne und Duplikate für SK, Beastmeister, Micha und Valentina. Ja, und dann würde ich sagen, ich habe das Lagerhaus ein wenig aufgeräumt, geht's einfach mal los. Jawohl. Und hier fangen wir an mit jeder Menge Blau. Das ist natürlich jetzt hier wieder das, was wir tatsächlich nicht wollen. Yo. Und es ist ein Free-to-Play-Account. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Und komm, 6K Games ausgegeben. Jetzt gib mir was Lilanes. Und zwar einen Druiden. Na, den nicht. Den nicht unbedingt, ja. So,
Puh, Mann, 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 Mann. Also das war tatsächlich schon mal gar nichts. Und wir gehen mal hier rein in sein Lager aus. Wir schauen mal, was wir an Helden hier haben. Also hier liegen noch ein paar Paladine rum. Ein paar Druiden hast du massenhaft. Ja, 7 PDs noch. Also es gibt auf jeden Fall noch Sachen, die du hier gut tun kannst. Eine Valentina wäre natürlich auch schön hier zum Evolvieren. Er möchte keine Splitter ausgeben. Ein SK zum Evolvieren. Ein Michael zum Evolvieren. Ja, also Beastmeister wäre natürlich auch nice, hat er mir genannt. Ist hier nicht dabei. So, jetzt komm und gib mir mal einen Anubis. Bam, bam, bam. Leute, free to play Anubis. Ich mach hier einen fetten Haken ran. Den ersten Wunsch erfüllt. Leute, was ist das? Sehr geil. Und so wollen wir hier weiter das sehen. Meine Herren, ey. Also auf jeden Fall hat sich der Roll und eine Rose. Bam, bam, bam. What the fuck, Alter, zweiter Held auf der Wunschliste erfüllt. Die Leute, zieht's euch rein mit 7k Gems oder 8 vielleicht. Es ist doch der Wahnsinn. Was geht hier unten? Beastmeister, bam. Nächsten, einen Beastmeister, den wollte er haben für die, Evolution, ne Pixie, nehmen wir noch oben drauf, ein Atlantikor nehmen wir, jetzt geht's aber hier echt rund, jetzt machen wir hier mal so ein paar Einer, also die Dreier sind tatsächlich richtig gut, eine Harpie, sehr nice, sehr, sehr nice, meine Herren, und wir werden die 37,5k hier wegrollen, warum, weil er dann natürlich die meiste Phantomkönig, Hexenmeister, Doppellegi, richtig, richtig gut, weil er dann natürlich das beste, vielmehr den prozentual höchsten Anteil an Gems hier wieder zurückgeht. So, jetzt haben wir meine blaue Strecke, aber Leute, das war doch schon mal Hammer. Snowy kam auch raus. Boom, ja, einen Rockno, Leute, hier ist heute alles dabei, zieht's euch rein, das war der dritte Wunsch auf der Liste, Leute, Platinhändchen FTW, ja, sehr geil, das ist ein Roll, der macht richtig Spaß, Wahnsinn, und zieht's euch rein, 31, wir haben 15 Gems ausgegeben. Ey, das läuft hier. Das freut mich richtig gut. Leute, du hast hier richtig was zu tun. T1 AJ, der zweite Snow hier dabei. Und wir werden diesen Account hier richtig, richtig weit nach vorne pushen. Leute, was geht, ey? Das ist doch der Hammer. Okay, hier mal eine Succubus. Es kann ja auch nicht immer mit den oberkrassen, super neuen Helden hier so weitergehen. Auf jeden Fall sind sie da. Eine Candy Cane, die hat er ja auch schon. Wir machen hier mal ein paar Einerrolls. Einen Gargoyle. Immerhin. Habe ich schon lange nicht mehr gerollt. Ja, kann er auf jeden Fall auch gebrauchen. Ja, den braucht man immer, vielleicht für die Einmeißung Verstärkung. Ein Orksbane, da hast du schon 2 von, soweit ich weiß. Leute, das macht mir richtig Spaß. Richtig Spaß. Boom, so. 1, 2, 3. Und wir gucken auf den Gemstand. Wir haben 20.400 noch übrig. Oh, das war richtig gut. Jetzt holen wir einfach mal hier so ein paar Eier ab. Wir müssen mal was anderes machen. Hier rumsweepen bringt ja nichts. Ja, und das ist das los, wenn man im Prinzip die Gems spart. Ist bei mir ähnlich so, ja. Dann hast du halt immer irgendwann mal Leerlauf. Aber eher heute hast du tatsächlich für die nächsten 16 Stunden noch was zu tun. Richtig, richtig nice. So, Leute, es macht mir Spaß, wirklich. Also, wenn man so einen Account mit so einem guten Roll hier pushen kann, dann ist es gut. Und ganz ehrlich, ja, jetzt haben wir hier eine blaue Strecke. Und zwar richtig, richtig, richtig doll. Medusa nochmal, auf jeden Fall richtig gut. Eine Calypso, auch nice. Also, es kommt was, ja. Und wir haben 3 Wunschhelden, die super selten zu erhalten sind, rollen können, Leute. Und das war
auf jeden Fall die richtige Entscheidung, heute zu rollen. Ich glaube, ich lade das hier heute noch hoch. Es ist ja der Wahnsinn. So, jetzt haben wir hier voll die blaue Durststrecke. Mann, ey, das ist ätzend. Da machen wir zwischendurch hier mal so ein bisschen... ein bisschen was anderes. Komm, wir gehen hier einfach mal hin. Wir machen hier einfach mal 3 Kämpfe. Und... Rumsweepen bringt ja nichts, aber vielleicht mal zwischendurch was anderes machen, ist ja durchaus möglich, dass wir hier tatsächlich noch ein bisschen viel, viel mehr Glück haben als gewünscht. Ja, so. Ja, und zurück wieder hier zu unserem richtig, richtig guten Roll. Musste mal eine kleine, kurze Pause einlegen und es geht jetzt weiter. Und wir schauen mal, was uns der IGG-Gott hier noch beschert. Jetzt kommt tatsächlich eine lange, lange, lange Phase hier nur mit noch ein Santa Boom. Okay. Noch ein Santa Boom. Okay, krass, krass, krass. So, 9200 müssen übrig bleiben. Wir haben jetzt noch 600. Jetzt machen wir den letzten Dreier. Und im letzten Dreier kommt ein Elektriker. Nein! Leider, leider nicht. So, einen machen wir noch Reserve, dass wir alle drin haben. Und noch ein Eisdämon. Ja, Leute, das war der Roll. Ich bin total zufrieden. Leute, Free-to-Play-Games, alles gesammelt. Und wir ziehen uns nochmal die Ausbeute rein. Okay, jede Menge Grün. Natürlich auch jede Menge Blau hier. Kamen ein paar Santa Booms raus. Wir haben einen Hexer, wir haben einen Gargoyle, einen Beastmeister für die Evolution. Wir haben hier einen Medusa auf jeden Fall. Und Leute, zieht es euch rein. Einen Anubis, eine Rose und ein Rockno. Leute, 37.500 Gems Free-to-Play, alles gesammelt und gespart. T1 AJ, das war ein cooler Roll. Ich wünsche dir viel, viel Spaß hier mit diesen Helden. Da hast du jetzt richtig was zu tun, richtig Account-Fortschritt. Leute, ich bedanke mich dafür, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Lust habt zu rollen, schreibt mich an unter meiner Line-ID und dann rolle ich gerne für euch. Das hat mir echt richtig, richtig, richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und Leute, was soll ich sagen? Ab 10.000 Games rolle ich. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.